So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Tag nach der FED, am Donnerstag, den 28. Juli 2022. Ja, gemeinsam mit Markets wollen wir nämlich genau auf die Couch schauen, auf die FED. Wir wollen einen Blick werfen auf die gestern nachbörslich veröffentlichten Earnings, einmal von Facebook, Querstrich Meta, Meta Platforms. Ich habe hier auch TDOC auf der Liste, kann man auch erkennen. Das heißt, Teladoc hat gestern Earnings vorgelegt, die alles andere als gut waren. Und einiges an bärischer Action jetzt schon in der Vorbörse nach sich ziehen, dass Teladoc da sowieso Schwierigkeiten hat, diesen Wachstumspfad, auch wenn man ein verhältnismäßig eigentlich visionäres Geschäftsmodell hat, irgendwie aufrechtzuerhalten. Vielleicht auch, weil das Management da so ein bisschen ausbaufähig wäre, so sagt man vielleicht. Muss man in dem Zusammenhang auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, könnte heute ein Play werden. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, ob wir in der Lage sind, die gestern erfolgten bullischen Impulse durch die Fed im Equities-Bereich zu halten. Eigentlich ist alles geliefert worden, wie wir es uns gewünscht haben als Bullen. Wir haben eine Leitzinsanhebung um 75 Basispunkte zu sehen bekommen. Und wir haben vor allem einen Verweis bekommen, dass es nämlich als solches, das wir dann gleich sehen im Chart, hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass wir sofort einen bullischen Impuls zu sehen bekommen haben, so wie ich das eigentlich erwartet hätte. Was wirklich dann den bullischen Impuls nach sich gezogen hat, war der Verweis auf die Data Dependency, also die Abhängigkeit von einkommenden Daten bei zukünftigen Leitzinsentscheidungen von Jay Powell dann in seiner Pressekonferenz, in seinen Ausführungen ab 20:30 Uhr auf den Weg gebracht, die dann auch entsprechend die bullische Reaktion nach sich gezogen haben. Die Frage ist nur jetzt, sind wir in der Lage, die zu halten? Wenn man die europäischen Indizes gerade anschaut, dann sieht man irgendwie ein ja, Verstimmtsein, aus welchen Gründen auch immer, wobei man das vielleicht ein bisschen getrennt voneinander betrachten sollte, muss. Vielleicht die US-Märkte sich jetzt hier so ein bisschen beginnen, in ihrer eigenen Liga wiederzufinden. Aber Fakt ist auf jeden Fall, wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Also die Bullen, die sind noch nicht ins Wochenende, können sich noch nicht ins Wochenende verabschieden und sagen, das ist jetzt ein Selbstläufer. Es könnte durchaus sein, dass wir hier noch einiges ja, Bearishness aus dem Weg zu räumen haben. Sollte das nicht gelingen, könnte das tatsächlich sogar eine Art richtigen psychologischen Knacks geben und der könnte sich dann stark bärisch auswirken. Also, wir werfen gleich einen Blick drauf. Natürlich auch darüber hinausgehend auf die Devisenmärkte, auch auf Gold. Habe ich jetzt in der Liste noch nicht aufgeführt, aber natürlich werfen wir einen Blick auf Gold, ausgehend von der jetzt erfolgten Bullishness in Richtung der 47-57er-Region, also kurz vor einem signifikanten Breakout, dem wir hier eventuell gegenüberstehen. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon macht man sich bitte mit seinem persönlichen Risikoprofil zunächst vertraut. Erstelle ein solches Risikoprofil, eventuell auch in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Finanzberater, und entscheidet dann, ob man dem Handel mit diesem Produkt, ob man sich dafür eignet. Kostenlose Demos runterladbar auf markets.com/de. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, den Handel nicht nur kostenlos, sondern auch risikofrei natürlich zu testen und in diesem Zusammenhang zu schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit dem Produktprofil entsprechend korrespondiert. Alle Informationen, vollständiger Risikohinweis findet ihr auf markets.com/de. Dort auch die Informationen rund zur Produktpalette, die von Markets angeboten wird. Habt ihr darüber hinausgehend Fragen, nutzt gerne die Möglichkeit, mit der Elena direkt in Kontakt zu treten. Habt ihr jetzt Fragen zu den Märkten? Habt ihr Märkte, die ihr gerne beleuchtet sehen wollt? Ich habe jetzt zum Beispiel nicht Ford erwähnt. Wir werden es vielleicht auch heute nicht schaffen, Ford hier unterzubringen, aber Ford könnte auch ganz interessant werden, ausgehend von den Earnings gestern, die ganz und gar sehr stark waren. Dann stellt diese Frage bitte gerne einmal in der Chatbox. Gerne auch die Möglichkeit nutzen, bei mir auf der Webseite jk-trading.com/forum vorbeizuschauen. Da haben wir täglich eine aufgesetzte Trading-Chatbox, wo ihr die Möglichkeit habt, euch zu den Märkten auszutauschen. Darüber hinausgehend habt ihr auch die Möglichkeit, natürlich die Discord-Community, den Link dazu habe ich schon in der Chatbox untergebracht, entsprechend eben euch auszutauschen, Fragen zu stellen rund um die Märkte. Auch gerne die Möglichkeit nutzen, Stichwort Links unterhalb dieses Videos, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut, gerne diese dann entsprechend anzusteuern. Ich stelle die Links, die ich hier von den einzelnen Webseiten verwende, immer unterhalb dieses Videos. Also solltet ihr da Interesse haben, das nochmal für euch selber nachzuvollziehen, klickt gerne auf die Links unterhalb des Videos zu den jeweils unabhängigen Quellen. Und so, soweit zur Einführung. Dann sind wir schon mitten hier in der Price Action und bei den Aktienindizes tatsächlich angekommen und wollen in dem Zusammenhang hier einen Blick werfen auf die aktuellen bärischen Vorgaben seitens der europäischen Indizes. Wir sehen aktuell der DAX hier oben, das ist ganz interessant, vielleicht mit minus 0,8% im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Wir haben im US-Bereich breit nur aktuell ein Minus von 0,22%. 0,5% hier im Tech-Bereich. Wie gesagt, es
überrascht ein wenig und ist eventuell auch etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Also nur weil es jetzt so gekommen ist, wie ich es skizziert habe, beziehungsweise wie es auch der Markt erwartet hat und die initiale Reaktion gestern klar bullisch war, heißt das nicht, dass das ein Selbstläufer wird. Das könnte durchaus noch ein ziemlich brisantes oder ein ganzes Stück Arbeit werden sogar für die Bullen. Im Falle der US-Märkte werden wir gleich einen Blick drauf werfen, die gestrigen Tageshochs rauszunehmen, beziehungsweise im Falle auch des DAXes eventuell hier die Tageshochs rauszunehmen. Dass es eine riesige Aufgabe wird, das ist spätestens jetzt klar, wo wir wirklich den Lauf in Richtung hier der gestrigen Tagestiefs nochmal angesetzt haben. Übergeordnet bleiben wir choppy seitwärts. Das ist zum Beispiel mit einer der Gründe, warum auch gerade mein Fokus nicht wirklich auf dem DAX liegt, ehrlich gesagt. Es war nicht erwartbar, also beziehungsweise es war erwartbar so, wollen wir es mal rumformulieren, dass wir seitens des DAXes im Windschatten der US-Märkte uns präsentieren und dass wir eher auf Impulse seitens der Wall Street warten sollten, auch ausgehend von der Fed. Allerdings muss ich sagen, selbst dieser im Windschatten folgende Impuls, besonders wenn man sich dann einen sehr, sehr bullischen Lauf anschaut, den wir im Nasdaq zu sehen bekommen haben, aber auch den sehr starken Tagesschluss deutlich oberhalb von 4000 Punkten im S&P, das war echt überschaubar, was der DAX uns hier präsentiert hat. Also wir haben zwar neue Tageshochs markiert, aber wirkliche Bullishness oder irgendwie ein Versuch in Richtung sich der oberen Range-Begrenzung übergeordnet hier zu bewegen, einen Ausbruch eventuell in irgendeiner Form vorzubereiten und dergleichen, haben wir nicht zu sehen bekommen. Eigentlich würde es die Fed rechtfertigen. Wie gesagt, das gilt auch für die US-Märkte an dieser Stelle, aber im DAX ist nochmal eine relative Schwäche durchaus erkennbar, was auch unterstreicht, dass wir jetzt eventuell beginnen, uns in ein eigenes Fenster so ein bisschen zu bewegen. Also seitens der US-Märkte sind eher bullische Vorgaben zu erwarten. Das sollte auch den DAX stabilisieren. Sobald sich aber die US-Märkte nicht stark präsentieren, wäre dann in diesem Zusammenhang für den DAX zu erwarten, dass das eher deutlicher nochmal auf der Short-Seite sich durchschlägt und die Wahrscheinlichkeit sogar erhöht, dass wir unter 13.000 Punkte rutschen. Impulsgeber für die europäischen Indizes, ganz besonders für den DAX, bleiben sämtliche Meldungen rund um Nord Stream 1. Keine Ahnung, wie dort der Stand der Dinge ist, ehrlich gesagt. Also der Stand der Dinge, so wie er kommuniziert wird, impliziert ja, dass es als, also das Gas an der Stelle jetzt sehr plump gesprochen als Druckmittel seitens Wladimir Putins genutzt wird. Es ist eine einfache Lösung eines wahrscheinlich aber um ein Vielfaches komplexeren Problems an dieser Stelle. Ich denke, es ist mindestens genauso wahrscheinlich, dass Papiere fehlen, dass eventuell immer noch Turbinen gewartet werden müssen, dass einfach Equipment nicht zur Verfügung gestellt wird im Rahmen dieses Sanktionspaketes und dass man jetzt versucht, irgendwie zu sagen, ja, aber trotzdem, Erpressung und der war es, ohne zu sehen, dass man seinen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass die Situation sich so vertrackt darstellt, um das Gesicht zu wahren. Das bekommen wir jetzt in vielerlei Hinsicht zu sehen, im Hinblick auf fehlgeschlagene Politik, nicht nur im Hinblick auf die Sanktionspolitik jetzt nach der russischen Invasion in der Ukraine, auch im Hinblick auf Corona beispielsweise. Und ausgehend hiervon, diese ganzen Entwicklungen, die man dort jetzt sehen kann und dieses auf Gedeih und Verderb an einer, auf einem toten Pferd weiter sitzend, reitend zu wollen und den eingeschlagenen Pfad nicht verlassen zu wollen, besonders seitens der Politik, um sich Fehler nicht eingestehen zu müssen, lassen eben Zweifel daran aufkommen, ob das sich so darstellt, wie es uns kommuniziert wird. Sei es drum, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir im Hinblick auf den DAX ganz wesentlich abhängig sind von sämtlichen News rund um Nord Stream. Und jegliche News, die jetzt in die Richtung geht, dass wir hier eine Lösung sehen, dass die Gasmenge, die geliefert wird, wieder auf das vor der Wartung auf den Weg gebrachte Level zurück sich pendelt, dass es keine, nicht nur Lieferengpässe, sondern auch in dem Fall Gasengpässe dann über den kommenden Winter und dergleichen kommt. Alles das in Summe wäre in der Lage, ähnlich wie hier vor ja, ziemlich genau einer Woche, also letzte Woche, vergangene Woche Dienstag, solch einen bullischen Spike auf den Weg zu bringen. Wir erinnern uns dran, das kam aus dem Nichts, war plötzlich da, es war im Hinterkopf irgendwie, dass da was möglich war im Hinblick auf Nord Stream, aber nichtsdestotrotz, die News als solche hat eine stark bullische Reaktion hier von 300 Punkten auf der Oberseite nach sich gezogen. Durchaus denkbar, dass so etwas auf der Oberseite stattfindet, genauso auf der Unterseite. In dem Moment, wenn es heißt, sorry Leute, aber Nord Stream 1 funktioniert nicht mehr, müsst jetzt Nord Stream 2 nehmen, ach ja, dürft ihr ja nicht. Ja, dann habt ihr ein Pech gehabt. Also sehr plump gesprochen, aber nichtsdestotrotz ist das Damoklesschwert, was über den DAX eben schwebt.
Die Impulse aus Europa könnten durchschlagen, kurzfristig jedenfalls an einer Vorbörse auf die US-Märkte. Aber summa summarum ist es so, dass wir eigentlich eher erwarten sollten, dass sich die US-Equities in solch einem Umfeld verhältnismäßig stark wahrscheinlich präsentieren. Und in Anführungsstrichen die Indizes untereinander jetzt beginnen sich so ein bisschen vielleicht voneinander abzukoppeln, beziehungsweise im Hinblick auf den DAX eher eine Underperformance erwartet werden sollte, die sich vielleicht jetzt schon auch in diesen Abschlägen eben entsprechend widerspiegelt. Handel unterhalb des EMA 50, Intraday auf 5-Minuten-Basis, also Short. Der Modus, Fokus auf der unteren Range-Begrenzung, die wir jetzt wieder anlaufen hier. Wir haben schon den ersten Versuch gestartet, diese zu verlassen, die Range. Das war am 26., also vorgestern vor der Fed. Hat ein bisschen überrascht. Ich hatte das ja auch hier im Morning Meeting zum Thema gemacht. Wir haben die dann zurückerobern können nach den Microsoft und Google Earnings, die jetzt nicht überzeugt haben, aber nicht, also, beziehungsweise nicht so stark waren, so, aber nichtsdestotrotz auf die bullische Reaktion, das dann auch entsprechend eben eine Erholung im Hinblick auf den S&P nach sich gezogen hat, in dem Windschatten dann der DAX hat auch sich zurück in diese Range hangeln können. Sollte es jetzt nochmal zu einem Break tiefer kommen, nachdem wir wissen, dass es geldpolitisch einen lockeren Kurs seitens der Fed geben wird, würde in dem Zusammenhang relativ zügig unterhalb der 13.100er Region der 13.000er Bereich in den Mittelpunkt des Geschehensrücken, ein Bruch tiefer sogar, auch mit bärischen Vorgaben, überraschenden, aber nichtsdestotrotz vielleicht gerade deswegen ziemlich verheerenden Abschlägen, die wir im US-Markt dann zu sehen bekämen, würde potenziell den Weg ebnen in Richtung dann zunächst der 12.800er Region. Vor dem Hintergrund des überdehnten Modus, des Findens einer Support-Region, möchte ich ungerne hier ehrlich gesagt jetzt mich short positionieren, weil ich glaube, chance-risiko-verhältnistechnisch ist das nicht attraktiv. Zwei Szenarien, die man hier skizzieren könnte, ausgehend von diesen Gegebenheiten. Szenario Nummer 1, ich zeichne das mal kurz ein. Szenario Nummer 1 ist ein Bounce. Nehmen wir den blauen hier, zwecks dem EMA. So. Szenario Nummer 1 ist ein Bounce gegen den EMA in Antizipation eines Bruchs auf neue Tagestiefs, also unter die 13.100er Marke. Alternativszenario, wir sehen eine sich herausbildende Range, wo wir dann einen Bruch auf neue Tagestiefs shorten würden mit einem Stop hier oberhalb der sich herauskristallisierenden Range-Begrenzung. Das wäre ein zweites anzuvisierendes Szenario. Das dritte wäre eine Kombination aus beidem. Von mir auch ehrlich gesagt bevorzugt, was den Durchschnittspreis deutlich verbessern würde. Besonders wenn ich davon ausgehe, dass wir in Richtung 13 laufen, aber diese nicht, zunächst jedenfalls, nicht zwangsläufig brechen. Hätte man Durchschnittspreis ungefähr in der Mitte der Range, also roundabout, da wäre es ein Short bei einem Bounce gegen den EMA und ein Bruch dann unter die 13.100, was den Durchschnittspreis, wenn ich die erste Hälfte hier auf dem Niveau shorte und die zweite dann mit dem Bruch tiefer, natürlich inmitten der Range, also das heißt hier in diese Gefilde eben schieben würde und das Chance-Risiko-Verhältnis entsprechend verbessern würde. Ja, das ist die aktuelle Herangehensweise. Szenario ist kaputt oder beziehungsweise der Short-Modus ist aufgelöst in dem Moment, wenn wir nicht hier einen Widerstand finden gegen den EMA, sondern den zurückerobern und uns oberhalb in der Lage sind zu konsolidieren. Hält zwar nicht irgendwie technisch das Bild dahingehend auf, dass es irgendwie implizieren würde, jetzt gehen wir schon tiefer, dass wir irgendwie hier Range-gebunden uns und beziehungsweise dass wir einen klaren Vorteil dann auf der Long-Seite hätten. Wir würden weiter eher uns in neutralen Gefilden eben hier bewegen. Aber ja, summa summarum ist es auf jeden Fall einmal so, dass wir mit der Rückeroberung des EMAs möglichen Short-Bias ganz klar erstmal eine Absage erteilen würden. Mal schauen, eventuell kommt es noch nicht mal jetzt zu diesem Konsolidierungstief, sondern wir werden einfach gleich abverkauft. Das ist kein gutes Signal. Nochmal, das ist auf solch eine Haltung, auf die wir jetzt konkret eingehen wollen, im Hinblick auf die Fed, ist das extrem schwach. Was allerdings irgendwie dann auch wiederum nachvollziehbar ist, ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, wo die USA stehen und wo jetzt die EZB bzw. Europa steht in der aktuellen Konstellation. Also, dass sich da in den USA eine relative Stärke herauskristallisiert, ist irgendwie nachvollziehbar. Das hat sich gestern im Fed-Statement meiner Einschätzung nach in den Kommentaren auch von Jay Powell deutlicher gezeigt. Und dass es natürlich zu Kapitalabflüssen aus Europa kommt. Also im Grunde genommen beschleunigt das, was wir gestern hier von Jay Powell oder der Fed kommuniziert gesehen haben, noch einmal diese Tendenz, zu der ich sowieso schon seit geraumer Zeit übergegangen bin, beziehungsweise im Rahmen derer ich verfahre, dass ich sage, Investments in europäischen Equities
sind einfach zutiefst unattraktiv im Vergleich zu US-Equities an dieser Stelle. Nicht, dass die außergewöhnlich positiv irgendwie performen würden im derzeitigen Umfeld, das bleibt abzuwarten, da gilt es dann tatsächlich die Rosinen zu picken, aber summa summarum sind Investments in US-amerikanischen Equities um ein Vielfaches attraktiver im derzeitigen Umfeld, als sie das eben hier im europäischen Kontext eben tatsächlich sind. Und die simple Begründung dafür, also ganz grob runtergebrochen, ist einfach, Deutschland ist der Euro und mit Deutschland in einer Rezession beziehungsweise mit einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands, der hier seitens der Politik vorangetrieben wird, die Industrialisierung, die lässt sich ja nicht wegdiskutieren, da müssen wir nur die Augen aufmachen und müssen den politischen Entscheidungen, die mögen sie auch noch so, ja, man muss es schon so hart sagen, hirnrissig sein, dennoch weiter vorangeprügelt werden, aus ideologischen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, die sind einfach da. Darauf ausgerichtet, Deutschland einfach wirtschaftlich ja, zu zerstören. Das muss man so zusammenfassen. Und vor diesem Hintergrund auch den Euroraum als solchen, massiv nicht nur zu destabilisieren, sondern den Euro zu zerstören. Und man muss immer erkennen, Deutschland war der Euro. Und diese Geldpolitik, diese geldpolitischen Stimuli, zum Beispiel die QE-Programme und dergleichen, die waren nur deswegen durchhaltbar, weil es eben Deutschland als wirtschaftlich starkes Mitglied gegeben hat, der in der Lage war, diese Schuldenlast zu schultern oder diese, ja, also das heißt also, dem Euro eine gewisse Stabilität zu verleihen. In dem Moment, in dem du jetzt ein Zusammenbrechen dieses, ja, dieses Giganten, ja, wollen wir nicht übertreiben, aber dieses starken, den Mittelpunkt des Euros einfach zu sehen bekommst, wirst du einfach zwangsläufig für die Zukunft des Euros eine sehr, sehr düstere Prognose abgeben müssen. Stichwort Gummibandwährung oder Gummibärchenwährung. Nichts anderes wird der Euro werden. Und ausgehend hiervon, auch dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands, ist es dann einfach so, dass es Kapitalabflüsse geben wird. Denn der Euro als solches ist in solch einem Umfeld nur schwer als Investmenthafen wirklich etwas, was du ansteuern wirst. Und demnach wird es Kapitalabflüsse geben. Ich will das jetzt nicht überbewerten, ausgehend von den aktuellen Entwicklungen, aber also das ist nur ein Fed-Event gewesen. Also das ist ein Prozess, der wird mehrere Jahre, wird der anhalten. Aber ich glaube, er wurde schon in den letzten Jahren deutlich auf den Weg gebracht und findet halt jetzt durch die entsprechenden politischen Entscheidungsträger nochmal einen zusätzlichen Katalysator, ganz besonders hier in Deutschland. Und so, ausgehend hiervon, wie gesagt, jetzt haben wir schon drei, vier Mal gesagt, ganz kurz erstmal der Blick einmal auf den Nasdaq, die gestrige Reaktion. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz hier schauen. Vielleicht fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich mal kurz einen Blick werfen. Okay, Thomas, nach dem südafrikanischen Rand hat er jetzt den Hongkong-Dollar auf dem Schirm. Werfen wir einen Blick drauf, auf jeden Fall. Habe ich jetzt zwar nicht vorbereitet, ich müsste mich auch erst wirklich ein bisschen reindenken in die aktuellen Gegebenheiten, aber. Wir schauen gleich drauf, wenn wir bei den Devisen sind. Gut, also hier soweit im Hintergrund ist alles fein. Das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Signal. Also, Bullishness, beziehungsweise jetzt ein Überrollen, und selbst das ist noch verhältnismäßig gering, ne? Also, das ist in der Gesamtkonstellation. Wir haben gestern hier auf die Fed selber erstmal keine Reaktion gesehen. Hat mich überrascht. Also, das will ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte gesagt, dieses schlagartige Auspreisen von 100 Basispunkten hätte eigentlich einen bullischen Impuls nach sich gezogen. So ein Müh sieht man hier, wenn man ganz, 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 ganz tief reinzoomt, dann sieht man so, ja, so aus dem Stand sehen wir von der 3,975 10 Punkte auf der Oberseite. Aber das war nicht das, was ich meinte mit einem bullischen Pop. Also ich bin wirklich von einem Pop ausgegangen, der uns sofort schlagartig über die 4000 führt. Wir sind dann sogar abverkauft worden in der Folgekerze. Konnten uns fangen, aber nichtsdestotrotz hat mich das so ein bisschen skeptisch werden lassen. Da dachte ich mir, ob das ein starkes Signal ist, eigentlich ist das komplett konträr zu dem, was du erwartet hättest und spricht somit eigentlich eher für die Short-Seite. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann kam eben hier ein ganz entscheidender Kommentar von Jay Powell, den wir gleich sehen werden, der genau diesen bullischen Drive nach sich gezogen hat und der dann dazu geführt hat, dass wir sehr deutlich über die 4000er-Marke gelaufen sind und auch deutlich oberhalb haben schließen können. Das Überrollen dann hier in den Schluss hinein, das hat so ein bisschen, ja, für Verstimmung gesorgt, will ich jetzt nicht sagen, aber ist auch mit sicherlich ganz wesentlich davon getragen worden,
was wir seitens eben dann der Earnings seitens Meta zu sehen bekommen haben, was sich dann dahingehend bemerkbar gemacht hat, dass wir eben so einen leichten bärischen Drive gesehen haben, der allerdings bis dato jedenfalls gut gehalten hat werden können, auch über einen ruhigen asiatischen Handel. Und selbst jetzt auf die Bearishness, die wir in den europäischen Indizes, in dem Fall im DAX zu sehen bekommen, können wir uns immer noch relativ gut halten. Also das Schlüssellevel, die Inflection heute, aus tradingtechnischer Perspektive sollte die 4000er-Marke sein auf der Unterseite. Solange wir die halten können und es zu keinem deutlichen Fall deutlich zurück unter dieses Level kommt, wir dann im Falle des Spider zum Beispiel, das will ich mal ganz kurz hier in meinem Chart zeigen. So, einen Moment, den Spider, da haben wir ihn. Machen wir hier einen 5-Minuten-Chart auf. Und zwar, also man kann das hier relativ gut erkennen. In diesem Bereich 3,98, 7,5, 3,99, so, diesem Bereich. Diese orangefarbene Linie, die da weitergeht. Also ganz kurz zur Erklärung, diese gleitende Durchschnittslinie hier, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Das heißt, der gibt dir an, ausgehend von den Kursnotierungen, einen durchschnittlichen Preis im Hinblick auf das zum jeweiligen Kurs gehandelte Volumen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, du bekommst eine Aufwärtsdrift zu sehen in diesem Moment, wenn die Marktteilnehmer ein höheres Bewertungsniveau mit höherem Volumen willens sind zu respektieren. Ich mache mal ganz kurz Folgendes. Da muss ich das nicht weiter erklären. Und zwar schaut euch doch einfach mal diesen Blogartikel bei mir an. Ich schau mal kurz. Oh nee, naja, Verzeihung. Ich habe ein bisschen mehr zum Blog gemacht. Da. Ja, fast. Auch blöd. Okay. Rewap. Trading Indikator. So, das ist schon aus dem Jahr 2020 nämlich. Und ich stelle ihn einmal ganz kurz hier in die Chatbox, beziehungsweise auch dann unter das Video. Rewap. Zur weiteren Erklärung. Und ergänzend dazu mache ich auch gleich Folgendes, weil wir nämlich jetzt auf den eingehen wollen. Das ist erstmal nur der volumengewichtete Durchschnittspreis. Es gibt auch den. Na, obwohl, Enkel, machen wir es nicht zu kompliziert. Two-Day Rewap wollen wir uns nur an der Stelle anschauen, wobei der in gewisser Form auch ein Anchored Rewap ist. Und zwar diese orangefarbene Linie, das ist eine Weiterführung, das kann man hier erkennen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, woran unterscheidet sich denn jetzt diese blaufarbene Linie, die offensichtlich hier weitergezeichnet wird, von dieser blauen für den heutigen Tag, also vom Rewap? Und der Unterschied ist jener, dass der volumengewichtete Durchschnittspreis den basierend auf dem volumendurchschnittlich vom Markt bezahlten Preis für den heutigen Handelstag angibt. Two-Day Rewap zeigt uns den durchschnittlich vom Markt gezahlten Preis von gestern und von heute. Und gestern war dieses Schlüsselevent rund um die Fed, was im Umkehrschluss bedeutet, wir könnten jetzt auch zum Beispiel ganz akkurat gehen, da könnte man jetzt zum Beispiel ein Anchored Rewap machen und so weiter. Das ist allerdings eine Spielerei, aber so weit wollen wir nicht gehen. In diesem Moment erkennt man, dass der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis post der Fed hier rund 378,75, 379 Punkte war. Und das ist das Schlüssellevel für heute. Die Marktteilnehmer, die hier auf die Fed gechased haben, also das heißt der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis, nach der Fed, beziehungsweise nach den Kommentaren von Jay Powell, die uns hier auf der Oberseite haben getrieben, der sorgt dafür, dass wir eine Idee haben, wo das Sentiment, also wo so eine Schmerzgrenze, so möchte ich es mal bezeichnen, besonders für kurzfristig agierende Trader, sich im Chart bewegt. Weil das ist der durchschnittlich im Rahmen dieser Bewegung vom Markt bezahlte Preis. Was also bedeutet, in dem Moment, wo wir drunter fallen und uns unterhalb dieses Two-Day Rewap, also gestern auf die Fed bezahlten durchschnittlichen Preises, unter diesen hier droppen, würden wir in diesem Zusammenhang würden wir sehen, dass diese Marktteilnehmer unter Wasser sind. Das ist natürlich nicht ganz akkurat, weil der natürlich noch Daten heranzieht, hier von der ersten Hälfte bis zur Fed hinein der Daten. Aber es ist ungefähr eine Daumenregel, wo wir ungefähr eine Orientierung haben, um dann auch eine Reaktion zu verstehen. Die werden dieses Level nicht einfach so hergeben, aber sobald
Abgabedruck dahingehend uns in den Markt gegeben, wir den dahingehend in den Markt gegeben sehen, dass wir dieses Niveau brechen und diese Marktteilnehmer jetzt mal bildlich gesprochen unter Wasser drücken. Irgendwann geht ihnen die Luft aus. Und das bedeutet, die werden dann kämpfen und diese Hand, die sie unter Wasser drückt, die wird erst dann weggenommen, wenn die Position gegeben wird. Wenn das also eine Long-Position ist, die sie halten und die geben die, könnte die dann diese weitere Abwärtsdynamik auf den Weg bringen, die im Moment dann weitere Bearishness nach sich zieht. Und deswegen ist das für mich aus dieser volumentechnischen Perspektive einfach eine psychologisch relevante bzw. wichtige Unterstützung, respektive diese Inflection, von der ich eben sprach. Das bedeutet also, rund gesprochen, alles, was über 4000 Punkten stattfindet, ist erstmal unproblematisch. Wenn wir die halten, dann ist sogar denkbar, dass wir weitere Nachfrage in den Markt kommen sehen, die uns dann in Richtung der Hochs von gestern, hier post der Fed führt, 4040 Punkte, und darüber hinausgehend dann weitere bullische Impulse auf den Weg ist in der Lage zu bringen, die uns dann hier in Richtung erstmal der Juni-Hochs führt, die ungefähr im Bereich um 4200 Punkte verlaufen. Das ist sogar dann denkbar, dass wir das in den Wochenschluss zu sehen bekommen. Anders sieht es aus, wenn wir unter die 4000 droppen, die 4000 nicht halten können. Wie gesagt, dann könnte der Abgabedruck könnte uns mindestens in Richtung erstmal der Ausgangsniveaus von der Fed führen, um 3,89. Es könnte sogar sein, dass dann mit weiteren Abschlägen und eventuell auch dann heute nachbörslich zu veröffentlichen Earnings von Amazon bzw. Apple, wobei die Sprunghöhe, also beziehungsweise die Barriere, die es für Amazon ganz besonders zu überspringen gilt, nicht relativ hoch ist. Wenn die nicht in der Lage sind, diese Barriere zu überspringen, könnte das sogar dazu führen, dass wir eine ernsthafte Attacke nochmal in den Wochenschluss auf die 3,9 sehen. Und das wäre etwas, was dann eine Art, ich sag mal, Knacks, also aus rein psychologischer Perspektive für den Markt nach sich ziehen könnte, weil dieser psychologische Knacks an dieser Stelle, der resultiert aus dem Umstand, wir haben jetzt alles auf den Weg gebracht gesehen. Wir haben eine bullische Reaktion nach dieser Übertreibung im Juni zu sehen bekommen. Wir haben steigende Hochs zu sehen bekommen. Wir haben nochmal eine kurze Attacke, die wir abwehren können, nach den Inflationszahlen Mitte Juli zu sehen bekommen. Jetzt Ende Juli kommt die Fed und sagt, pass auf, wir sind mit unseren Leitzinsanhebungen jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir weitere Zinsschritte wirklich von Daten abhängig machen, von denen wir ausgehen dürfen, dass sie sich nicht so positiv darstellen werden, dass die Inflation einen Top-Out sieht, Rohstoffmärkte Rücksetzer sehen und dergleichen. Also wir haben im Grunde genommen jetzt dieses Geschirr abgeschüttelt, was uns angelegt wurde seit Beginn des Jahres, besonders hier ab März im Hinblick auf diesen restriktiven geldpolitischen Kurs, Rezessionsängste, Schlagflationsängste und so weiter und so fort. Und darauf nicht positiv zu reagieren oder beziehungsweise jetzt eine Erholung einzuleiten, wenn das nicht ausreicht, was reicht dann aus? Und genau das ist dieser psychologische Knacks, der dann weitere Bearishness auf den Weg bringen könnte. Soweit sind wir bei weitem noch nicht. Nochmal, 4000 unterschreiten, 3,89, 3,29 im Wochenschluss und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Szenario, das sollte man im Hinterkopf behalten. Sollte die Bullishness ausbleiben, sollte es nicht auch zügig vielleicht gelingen, hier nach der Marktöffnung diese Konsolidierungshochs rauszunehmen mit 4020 Punkte, das könnte hässlich werden, wenn darauf jetzt nicht positiv reagiert wird. Und das ist das, was ich ganz eingehend meinte hier zum Morning Meeting, als ich sagte, die Bullen können sich noch lange nicht ins Wochenende verabschieden. Da ist noch wesentlich mehr nötig an dieser Stelle, an jetzt auch ausgehend von den europäischen Vorgaben auf den Weg zu bringen, um diese Bullishness auch zu rechtfertigen, die wir gestern gesehen haben. So, jetzt gucken wir auf die Fed. Ich habe das hier mal zusammengefasst. Ich habe gestern einige Retweets hier abgesetzt, aber will das einmal im Live-Squawk-Tweet machen, weil ich nicht jeden Kommentar von Paul hier zum Thema gemacht habe. Ganz kurz, 75 Basispunkte zu sehen bekommen, wie erwartet. Fed raises main unanimous vote, das war das erste Schlüsselwort, das habe ich relativ zügig dann auch im Anschluss noch im Twitter-Feed habe ich das untergebracht gehabt. Es war eine Abstimmung, die einstimmig war. Also das bedeutet, es gab keine Dissidenten, Dissens, also Leute, die abgewichen sind im Rahmen dieser stimmberechtigten FED-Mitglieder, die irgendwie für 100 Basispunkte gesprochen haben. Also es war eine reine Spekulation seitens des Marktes, die sich als falsch herauskristallisiert hat. Und jetzt, ganz interessant, sie schreibt erst, ongoing hikes likely to be appropriate, also weitere Zinsanhebungen sind denkbar, dass sie angemessen erscheinen. Aber, und das ist dann das hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass wir keine Bullishness gesehen haben auf die Fed sofort initial, weil es sofort relativiert wurde. Also wir haben nur 75 Basispunkte sehen bekommen, aber es ist eben so, es sind weitere 75 Basispunkte Zinsanhebungen, restriktiver geldpolitischer Kurs durchaus im Rahmen des Möglichen. Und jetzt wird es interessant, als Paul dann sprach, und zwar um 20.30 Uhr, dann kann man das auch mit dem Zeitstempel, hier kann man das relativ gut erkennen. Das ist die, in Anführungsstrichen, Powell-Kerze, 20.30 Uhr, 20.35 Uhr. Da wurde relativ deutlich, relativ zügig klar,
Einerseits sagt er, another unusually large increase could be appropriate, also ein nächster über dem aktuellen oder ein nächster größerer Zinsschritt ist durchaus denkbar bei dem nächsten Meeting. Aber er sagt dann gleich im nächsten Satz, also es gab einen kurzen, schaut mal auf die Reaktion, ich weiß gar nicht, ob das hier so wirklich auffällt, es gab einen kurzen Pieks nach unten, wo man dachte, oh, dann kommt also doch noch was. Eventuell will man aktuell nur 75 Mal testen und dann kommt eventuell doch nochmal ein restriktiver geldpolitischer Schritt und dann kommt gleich im nächsten Satz, aber Pace of Hikes depends on incoming data. Outlook for Economy. Und die konnte man schon sehen, hat man schon im Fed-Statement gesehen, der ist nicht besonders prosperierend. Also da hatte man nämlich schon gesagt, guck mal ganz kurz hier, da steht nämlich Fed expecting period of below trend economic growth. Also man erwartet ein sich abschwächendes, abkühlendes konjunkturelles Umfeld. Nicht, dass Powell eine Rezession sieht, aber das war auch nicht zu erwarten. Er hat das Memo gelesen im Hinblick auf die Anpassung der Rezessionsdefinition durch das Weiße Haus. Demnach sieht er es nicht und er könnte es auch so argumentieren. Heute stehen dann ja um 14:30 Uhr die BIP-Zahlen an und die hat er ja noch nicht. Und wenn man jetzt nach der klassischen bzw. nach der Daumenregel geht, 2 Quartale in Folge negatives Wirtschaftswachstum, dann könnte er ja sagen, haben wir bis jetzt ja noch nicht gehabt. Also sehe ich auch noch keine Rezession, so wie er sich da äußerte. Aber nichtsdestotrotz, unabhängig jetzt von solchen Wortglaubereien, man kann hier deutlich erkennen, die Fed schaut skeptisch in die Zukunft, skeptischer in die Zukunft. Und das in Verbindung hier mit der Dependency on Incoming Data, also der Abhängigkeit von einkommenden Daten, Wirtschaftsindikationen, bedeutet unterm Strich einfach, dass man nichts anderes sagt, als wir werden es lockerer angehen. Und das spiegelt sich dann auch schon im FedWatch-Tool wieder. Also das ist der Kern dessen, was gestern gelaufen ist von der Fed und was diese Bullishness nach sich gezogen hat. Und wir können das jetzt hier sehr, sehr deutlich schon bereits erkennen. 21. September, das ist die nächste Zinsentscheidung, 50 Basispunkte. Von 2,25, 2,50 geht man jetzt aus, dass wir auf 2,75 bis 300 gehen. Es gibt immer noch 30%, die auch hier 75 Basispunkte sehen, aber das ist schon deutlich weniger als das, was wir noch gestern hier hatten. Da sehen wir, da hatten wir sogar einige, die im September 100 Basispunkte erwartet hatten, nach jetzt 75 Basispunkten oder 100 Basispunkte gestern und dann 75 Basispunkte eben im September. Da könnte man sehen, 40% hatten diese Einschätzung noch. Vor einer Woche waren das sogar 60%. Das hat sich mittlerweile halbiert. Und genau dadurch kommt dieser Push zurück über die 4000er-Marke. Das ist dieses Auspreisen, von dem ich die letzten Tage immer sprach und was sich jetzt hier perfekt widerspiegelt. Wir bekommen eine ähnliche Entwicklung logischerweise jetzt auch zu sehen im Hinblick auf den Dezember. Also wir haben jetzt hier nochmal 50 Basispunkte seitens des Marktes, die erwartet werden, 25 und 25 Basispunkte dann im September und im Dezember. Und also lange Rede, kurzer Sinn, jeglicher Datensatz, der jetzt hier enttäuschend reinkommt. Und das könnte sich tatsächlich sogar mit den BIP-Zahlen heute abzeichnen. Erwartungshaltung 0,5%. Datensatz wird negativ veröffentlicht, sich deutlich an dem orientierend, was der GDP-Tracker von der Fed Atlanta zum Beispiel zeigt. Also Rezession, zumindest für uns, diejenigen welchen, die mit der Daumenregel verfahren, 2 negative Quartale Wirtschaftswachstum in Folge, Rezessionsdefinition. Sagen wir mal ein Print minus 0,6%. Nächste Schätzung, die kommt dann in einem Monat raus. Da sind wir dann schon bei -1%, so ähnlich wie sich das auch deutlich nach unten reduziert hat für das erste Quartal. Da war der erste Print noch -1,3. Dann hatten wir -1,5 und am Ende sind wir sogar bei -1,6% rausgekommen, Wirtschaftswachstum bzw. Schrumpfen. Und genau das ist etwas, was jetzt dann dazu führen könnte, dass dann fortwährend in den kommenden Monaten entsprechenden Auspreisen stattfinden. Ich gucke mal ganz kurz, das nächste Event findet statt in einem Monat. Schlüsselevent, das ist Jackson Hole Symposium. Jackson Hole Fed. Ich gucke mal ganz kurz, wann das dieses Jahr ansteht, damit wir eine Idee bekommen. Okay, Kansas. Mal kurz gucken, ob hier ein Datum steht. 25. bis 27. Also, das ist hier die Webseite ganz kurz, damit man weiß, was ich mir jetzt angeguckt habe. Also, es wird von der Kansas Fed. Hier in wunderschöner Umgebung wird das abgehalten. 25. bis 27. Deswegen interessant, weil kurz zuvor, glaube ich, die zweite Schätzung dann fürs BIP veröffentlicht wird. Also die wird immer dann auf Monatssicht veröffentlicht. Das bedeutet also etwas anders formuliert, könnte durchaus sein, dass ein Print hier tatsächlich dazu führt, dass sich Jay Powell dann in Richtung schon einer geldpolitischen Richtung äußert, die vielleicht ein weiteres Auspreisen hier auf den Weg bringt.
Das ist die dovische Erwartung. Ja, also wie gesagt, sollten wir trotz alledem keine weiteren geldpolitischen Lockerungen jetzt erwarten können, wäre das vielleicht oder die Sorge darum der Grund, warum wir dann hier in diesem Zusammenhang eben Bearishness eventuell zu sehen bekommen könnten. Ja, so also der aktuelle Bias. Wir sollten erwarten, geldpolitisch lockere Haltung. Wenn die Fed nicht in der Lage ist, trotz dieser Aussichtsstellung hier oder die Marktteilnehmer das nicht als günstig erachten und jetzt hier wir überdrehen, unter 4000 kippen, wie gesagt, das könnte ein bärischer Treiber eben tatsächlich sein. Wobei ich das derzeit noch nicht in überbewerten würde, weil der Hauptimpulsgeber sich durch die schwachen Vorgaben gerade eben hier durch Europa eben zeigt. DAX, keine Chance, die 13.1 irgendwie zu bouncen oder Käufer, dass die in den Markt kommen gegen dieses Level. Ich, wie gesagt, möchte CRV-technisch dennoch hier in diesem Bereich jetzt ungerne short sein, aber nichtsdestotrotz ist es eine relative Stärke. Das einzige Hoffen, was man jetzt seitens der Bullen hat im DAX, ist, dass wir einen bullischen Impuls seitens der US-Märkte zu sehen bekommen. Andernfalls ist durch die relative Schwäche, die wir hier in Europa zu sehen bekommen, sogar ein Ausverkauf denkbar, der uns zum Wochenschluss dann unter die 13.000er Marke in Richtung der 12.800er Region eben führt. So, ja, soweit zu den Aktienindizes. Definitiv, Neu Infinity schreibt gerade, die Grundannahme der ganzen Rallye, also jetzt anknüpfen, also die fußt sicherlich auf den Äußerungen hier seitens der Fed, aber die wiederum beinhalten im Kern auch deutliche Verweise auf die deutlich erhöhte Inflation. Und die Überlegung jetzt meinerseits auch beispielsweise ist, die Inflation wird ein Top-Out sehen infolge der rückläufigen Rohstoffpreise. Also die Grundannahme der ganzen Rallye ist, dass die Inflation zurückgeht. Wehe uns, wenn das falsch ist. Das ist eine Option. Also auch das sollte man im Hinterkopf bewahren. Nur weil ich davon ausgehe oder weil auch nicht nur ich davon ausgehe, auch andere Marktteilnehmer davon ausgehen, respektive weil beispielsweise Walmart in irgendeiner Form als Gigant im Bereich Einzelhandel einfach hier eine niedrige Guidance ausgibt, wenn man sagt, die Inventory, die Lagerbestände sind zum Beispiel anzupassen und wir müssen ihr im Grunde genommen Platz schaffen, um uns den veränderten Konsumneigungen oder Konsumverhalten unserer Verbraucher, eben unserer Kunden anzupassen. Und infolgedessen werden wir die im Lager gehaltenen Güter einfach mit Preisabschlägen auf den Markt geben. Und das sollte auch einen Dip in der Inflation geben. Das sind alles Grundannahmen, die ihre Daseinsberechtigung haben, infolge derer es eigentlich zu einem Rücksetzer in der Inflation kommen sollte, die einen geldpolitisch expansiveren Kurs seitens der Fed denkbar werden lassen, nach der gestrigen Kommunikation sogar sehr wahrscheinlich werden lassen. Wenn das nicht stattfindet, wenn die Inflationszahlen nicht sich rückläufig präsentieren, dann haben wir ein Problem. Denn dann haben wir in dieser Konstellation zwar einen geldpolitisch lockeren Kurs, der irgendwie in Aussicht steht, infolge einer Stabilisierung für die Wirtschaft, aber dennoch eine weiter deutlich anziehende Inflation. Und das Wirtschaftswachstum, die positiven Impulse für die Wirtschaft durch einen lockeren geldpolitischen Kurs, die werden keineswegs in der Lage sein, uns aus diesem stagflationären Dilemma, in dem wir uns befinden, irgendwie hinaus zu befördern. Und das ist etwas, was dann einigen Titeln, ganz besonders auch Growth-Titeln, also Wachstumstiteln, nochmal massiv zusetzen könnte und in diesem Zusammenhang auch scharfe Abschläge auf jeden Fall auf den Weg bringen könnte. Also ausgehend auch von dem Gewicht, was sie eben im Rahmen der jüngsten Rallye der letzten zwei Jahre eben an Gewicht gewonnen haben, was auch tatsächlich sich dann durchschlagen könnte bei einigen Big Tech Names, die im aktuellen Umfeld ausgehend von ihrer Marktkapitalisierung eine große Rolle spielen. Das führt uns tatsächlich hier zu den Aktien und der Betrachtung jetzt und im Hinblick darauf auf Facebook. Jetzt muss ich mal kurz gucken, habe ich Facebook nicht schon aufgemacht gehabt? Mir war irgendwie so AMD? Nein, habe ich noch nicht. Okay, sehr gut. Na gut, dann machen wir mal Meta auf. Doch, habe ich wohl, da sage ich doch. Habe ich nur nicht gesehen. Einen Moment. Da ist Meta. Verzeihung. Ja, Meta, Facebook gestern mit Earnings. Das ist Teladoc hier. Nee, das ist Qualcomm. Das ist Facebook. Alles andere als gut. Ganz im Gegenteil. Wirklich echt, echt schwach, ehrlich gesagt. Gewinn pro Aktie 2,46 gegen 2,54 erwartet, Revenue 28,82 Milliarden gegen 28,935 Milliarden. Das erste Mal auf Jahressicht, dass wir einen negativen Print im Hinblick auf das Wachstum zu sehen bekommen haben von Facebook. Also das heißt, zwar einerseits sehen wir zwar eventuell mal unterschreiten der Erwartungen der Analysten der Wall Street, aber es war das erste Mal seit 2012,
nach dem Börsengang von Facebook, dass wir hier ein negatives Wachstum ausgegeben gesehen haben. Heißt anders formuliert, die Wachstumsstory Facebook ist in Anführungsstrichen tot. Also das war sie schon seit geraumer Zeit eigentlich, das hat sie sich schon zu Beginn des Jahres gezeigt mit diesem scharfen Gap Down damals, der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran, hier dieses massive Gap zu Beginn des Monats Februar. Ich hatte damals da ein Tutorial zu gemacht gehabt, tatsächlich zum Orderbuch-Scalping zur Markteröffnung. Ich habe hier tatsächlich den Orderbuch-Trade, also direkt zur Markteröffnung, Trade eben tatsächlich dann als Tutorial hier zum Thema gemacht. Das war ein mega heißer Tag an der Stelle. Wir hatten schon zum Opening hatten wir mehr als 50% des durchschnittlich gehandelten Volumens in der Facebook tatsächlich gesehen. Schon da habe ich von der Growth Story, die nicht mehr gegeben ist, bei Facebook damals gesprochen gehabt. Monthly Active Users, zwar nur marginal unter der Erwartung, aber nichtsdestotrotz ebenfalls nicht überzeugend, 2,93 gegen 2,95 Milliarden. Hier der Ad Revenue, da sind wir bei 28,15 gegen 28,53, also das heißt nicht wie bei Google, eher in Richtung dessen, was wir schon letzte Woche präsentiert bekommen haben von Snap an dieser Stelle. Q3 Revenue 26 bis 28,5 Milliarden, auch unter der Erwartung. Und man verweist jetzt darauf, das ist jetzt so ein bisschen en vogue geworden, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, das wird nicht nur en vogue sein und das wird schon seine Daseinsberechtigung haben, aber dennoch, man verweist darauf, dass hier der Gegenwind im Hinblick auf die Umsatzrückgänge und auch den sich eintrübenden Gewinnausblick, dass der vor allem durch eben Gegenwind im Devisenbereich auf den Weg gebracht wird. Es ist ein international agierendes Unternehmen. Wir haben in dem Zusammenhang eine starke Aufwertung des US-Dollars und in diesem Zusammenhang sieht man einfach rund 6% Einbußen. Also die Zahlen werden besser, wenn der US-Dollar nicht so stark aufgewertet hätte. Was übrigens auch eventuell mit einem Rückschluss darauf liefern lässt, warum die Fed gerne geldpolitisch vielleicht nicht lockerer präsentiert, weil genau diese dann wieder zurückkehrenden Wachstumsaussichten oder beziehungsweise sich zumindest stabilisierenden Earnings würden wiederum folgerichtig dazu führen, dass die Unternehmen eben sagen, okay, das Schlimmste ist überstanden, in Anführungsstrichen, im Hinblick auf Rezessionsängste würden sich reduzieren. Infolgedessen würde man eben beispielsweise wieder eine Einstellungswelle vielleicht zu sehen bekommen, die sich dann auswirken könnte. Das wäre auch eine Möglichkeit oder eine der Gründe, warum man seitens der Fed sich weniger restriktiv zeigen möchte, trotz des Umstandes, dass man sich gezwungen sieht, es zu tun, um der derzeit galoppierenden Inflation Einhalt zu gebieten. Also lange Rede, kurzer Sinn, Gap Down. Wir sehen es auch im Pre-Market, minus 5%, glaube ich, rund. Wo sind wir? FB, Meta, da ist Meta, minus 6% sogar mittlerweile, unter 160 jetzt gerutscht. Wird langsam eng, ne? Wird langsam eng. Was ich damit meine, wird langsam eng. Wir sind immer noch in einem fallenden Modus. Wir haben uns nie wirklich erholt, also längerfristig mal bezeichnet. Wenn man sich die Frage jetzt stellt, wäre Facebook noch eine Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio? Meine Antwort wäre ganz klar nein. Also ich selber kann Facebook immer weniger abgewinnen. Das hat sich schon seit geraumer Zeit ja im Persönlichen eben gezeigt. Aber auch beispielsweise, wenn man seitens Facebook jetzt in Anführungsstrichen an mich rantritt oder generell an Unternehmer rantritt, die dann eben zum Beispiel gefragt werden, möchtest du hier irgendwie Werbung kaufen oder dergleichen, irgendwelche Ads oder sowas. Also ich glaube, da gibt es andere, wesentlich attraktivere Möglichkeiten, Menschen auf sein Produkt aufmerksam zu machen, als über Facebook mittlerweile. Ich glaube, dass viele seriöse, auch ganz besonders Anbieter von Dienstleistungen zunehmend abgekehrt sind. Man hat schon so eine erste Welle zu sehen bekommen, im Rahmen dieser Hate-Speech-Debatte beispielsweise, die man seitens Facebook in den Griff bekommen hat, wo zum Beispiel Giganten dann wiederum wie Coca-Cola oder wen haben wir noch, Adidas, die einfach gesagt haben, sorry Leute, aber wenn ihr das nicht in den Griff bekommt, wir wollen hier nicht neben irgendwelchen Hassreden und Posts in irgendeiner Form unser Banner aufploppen sehen. Das passt nicht. Also entweder kriegt ihr es in den Griff oder wir reduzieren hier unser Exposure. Also Marketingbudget, das wird jetzt nochmal durch die Rezessionsängste befeuert. Und auch das Klientel, welches eben bei Facebook Klientel, im Moment, das ist falsch formuliert, die Menschen, die verlieren zunehmend das Interesse. Also ich aus meinem Freundeskreis zum Beispiel,
Ich kenne kaum noch jemanden. Jetzt habe ich jüngst mal mit einem Kumpel gesprochen gehabt, der ist gerade noch ein Haus am Bauen. Und der hat immer so ein paar Updates geschickt, so wie man sich halt freut. Jetzt habe ich hier ein Grundgerüst und richtfest und so weiter und so weiter. Aber irgendwann hörte das irgendwie auf. Und man hat sich jetzt so ein bisschen, weil halt andere Sachen zu tun sind, eher Hausbau, Kinder und so weiter. Und dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen. Aber Facebook ist immer noch so ein Platz, weißt du, du bleibst so ein bisschen am Ball, wenn da jemand einfach mal so seine Erfahrungen einfach postet. Und dann gucke ich ihn so an, ich sag mal, sag ich, du hast schon ganz lange nichts mehr bei Facebook gepostet, oder? Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht hat er was gepostet, nur er ist mir aus der Timeline gerutscht, kann ja sein. Oder dass er irgendwie, dass das ausgehend von meinen Klicks, das nicht mehr für mich als relevant erachtet wird und deswegen es mir nicht mehr angezeigt wird. So ähnlich wie es beispielsweise auch bei Twitter oder dergleichen ist. Und er sagte, ah nee, nö, habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Und sagte, habe ich auch nicht mehr so einen Bock drauf, ehrlich gesagt. Irgendwie pff, ist mir, ja, weiß ich nicht. Und das sind zwar nur ganz kleine Indikatoren, aber das kann man. Mehr und mehr, glaube ich, kann man das durchaus erkennen, dass das einfach, die Story Facebook ist einfach vorbei. Und das hat sich schon seit geraumer Zeit herauskristallisiert, spiegelt sich jetzt auch in den Ausblicken wieder. Das heißt nicht, dass das Unternehmen komplett von der Bildfläche verschwindet, aber ich denke, es wird eine andere Wachstumsstory brauchen, um die Aktie wieder in den Mittelpunkt des Interesses von Investoren zu bringen. Stichwort beispielsweise Metaverse. Aber bis es dahin kommt, wird noch einige Zeit vergehen, beziehungsweise noch einiges Wasser in den Rhein runterfließen. Und das wiederum erhöht hier die Wahrscheinlichkeit, dass es allenfalls zu einem Halten oberhalb dieser Hochs kommt, wenn sich das übergeordnete Marktumfeld aufhält. Andernfalls sollte sich das nicht aufhellen, sollte es diesen psychologischen Knacks geben, sollten wir jetzt im S&P auch einen schwachen Wochenschluss, nochmal für mich überraschend, aber dennoch zu sehen bekommen, glaube ich, ist nach den Earnings hier Facebook ein realistischer Short-Kandidat. Ganz besonders, wenn wir unter die 155 rutschen. Also wir sind jetzt schon unter die 160 gefallen. Das sind die gestrigen Tagestiefs. Das wäre auch für mich heute hier. Also es gab so ein kleines Gap-Up, ja. Wir haben hier nach den Snap-Zahlen letzte Woche schon eine Bearishness zu sehen bekommen, die uns nochmal in Richtung der Tiefs geführt hat. Sahen jetzt einen kleinen Bounce, sicherlich auf das sich überhaupt aufhellende Marktumfeld. Jetzt eröffnen wir unterhalb dieser Niveaus, also handeln derzeit in diesen Gefilden, also fast im Bereich des Schlusskurses hier von vorgestern. Also das höchste der Gefühle, muss ich sagen, ist jetzt aktuell vielleicht ein Pop auf der Oberseite, der uns Richtung 162 nochmal in Richtung der Tiefs hier führt, von gestern, aber ein Überrollen gegen diesen Bereich, eventuell sogar gleich zur Eröffnung einsetzender Verkaufsdruck, der uns unter diese Tiefs führt, rückt ganz zügig hier diese Konsolidierungstiefs in den Mittelpunkt des Geschehens. Das ist auch so eine fallende Dreieckstruktur und ein Bruch tiefer könnte dann einen stark bärischen Intraday-Trend nach sich ziehen, der Facebook oder Querstrich Meta an der Stelle eben als Short-Kandidaten in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Und wie gesagt, die einzige Hoffnung besteht nach diesen Earnings hauptsächlich auf dem, was der übergeordnete Markt liefert. Wenn der keinen positiven Impuls in der Lage ist, hier auf den Weg zu bringen oder beziehungsweise stabilisierend zu agieren, dann könnte hier sich wirklich ein relatives Schwächeplay wirklich auch in Facebook herauskristallisieren. Nochmal eine Nummer schärfer, in Anführungsstrichen, ist das, was wir hier von Teladoc gestern geliefert zu sehen bekommen haben. Das sieht noch einigermaßen solide aus. Da gab es ja auch schon eine Guidance auf der Downside, beziehungsweise, nee, das war ein Earnings Release, das war gar keine Downward Revision. Das war auch so ein Earnings Release, wo man nur den Kopf mit drüber schütteln kann. Also Teladoc, vielleicht ganz kurz zur besseren Einordnung. Eigentlich ein cooles Geschäftsmodell, also eins, wo man auch durchaus eine Zukunft skizzieren kann, relativ zügig. US-amerikanisches Unternehmen für Telemedizin und virtuelle Gesundheitsfürsorge. Ein Riesenrun natürlich gesehen, Stichwort Corona und Stay at Home. Zu den primären Dienstleistungen gehören Telemedizin, medizinische Gutachten, KI, also künstliche Intelligenz an dieser Stelle und Analytics sowie lizenzierbare Plattformdienste. Potenzielle disruptive Technologie hatte eine große Rolle gespielt, auch im Arc Innovation Portfolio von Katie Wood zum Beispiel. Zurückkommt zu diesem Gap Down hier. Massives Gap Down damals durch den Umstand, dass die selber eine Guidance ausgegeben hatten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber es war noch nicht so lange her. Hatten eine Guidance ausgegeben, die noch nicht mal basiert auf irgendwelchen Analysteneinschätzungen oder dergleichen. Hatte schon so ein bisschen fishy touch, so sag ich mal. Dann kommen die Earnings und die haben die selbst ausgegebenen
Ziele im Hinblick ihrer Guidance, die sie zuvor selber formuliert haben, die nicht auf Zahlen irgendwie von der Wall Street oder dergleichen fußten, wenn ich das richtig zusammenbekomme, nicht erfüllen können. Hat ein massives Gap Down auf der Unterseite nach sich gezogen. Das ist das, was ich als Grundlage dafür meine, wenn ich sage, dass das Management so ein bisschen in Anführungsstrichen ausbaufähig ist. So kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Man hat sich nie wirklich von diesem Gap Down erholen können. Man sieht hier ein Top-Out gegen 44,45, hat dieses Gap nie wirklich schließen können, dieses Earnings-Gap. Und hier so eine Konsolidierung um 38, die sich herauskristallisiert hatte. Jetzt gestern kommen die Earnings. Hier sieht man es, Gewinn pro Aktie minus $19,20. Ich habe erst gedacht, das ist ein Tippfehler, aber das ist wohl kein Tippfehler. Wir können mal ganz kurz hier Benzinga ansteuern und das nochmal confirm. Was ich immer noch nicht glauben kann, ehrlich gesagt. Verlust pro Aktie von fast $20. Das ist eine Katastrophe. Einen Moment. Sponsor. Ich muss noch ein bisschen runterfahren. Sanofi. Shocking Q1 Loss. 28. April. Das überrascht jetzt gerade so ein bisschen. Es war ein Tippfehler. Ich hatte da hier minus 64 Cent. Minus 64 Cent. Das war einfach. Das war ein Tippfehler an der Stelle. Also das, ich lösche den mal ganz kurz den Tweet, der kann da nicht stehen bleiben. Muss ich nochmal updaten an dieser Stelle. Aber also minus 64 Cent auf jeden Fall. An der Stelle leicht über der Erwartung im Moment. Q2, Q3. Actual minus 44. Verzeihung, nee. Estimate minus 64, minus 44. Also eigentlich noch solide. Es war noch okay. Ich bin nur deswegen, ich habe das nicht weiter verfolgt, weil die Reaktion so bearish war, besonders auch im Hinblick wahrscheinlich dann auf die Guidance, dass wir aktuell minus 20% schon wieder sehen und bei $33 die Aktie handeln. Das passt ein bisschen besser. Also ihr seht, so eine Tippfehler, die können passieren. Ich habe das geretweetet gehabt, tatsächlich von jemandem, nicht geretweetet, sondern übernommen. Und da war offensichtlich ein Typo drin, habe das aber gestern nicht weiter verfolgt, weil Teladoc mich gar nicht so sehr interessiert hat. Hauptfokus lag meinerseits tatsächlich auf Facebook, auf Meta, so rum. Aber spielt auch tatsächlich überhaupt gar keine Rolle. Also bärische Reaktion, minus 20%, deutlich unterhalb hier der 38, wie sich herauskristallisiert. Supportregion kommt ungefähr um 28, also im Bereich dieser Tiefs hier kommt die ins Spiel. Ich bin mal gespannt, sollten wir allerdings unter die 32 gehen. Also das war hier auch so ein Konsolidierung. Vielleicht sogar die 30, also 32, 30, 28, das dürften so die Ziele auf der Unterseite sein. Dann könnte das nochmal zusätzlich bärisches Momentum eben tatsächlich freisetzen, welches diesen übergeordneten Abwärtstrend weiter fortschreibt. Das sind noch nicht Allzeit-Tiefs, ich gucke mal ganz kurz, obwohl, kommt das hin? Ja, nicht ganz. So, was haben wir hier gehabt? $20, $18, $20, ja. Also es sind noch nicht Allzeit-Tiefs, in die wir hier vorgestoßen sind, aber dennoch sich ein weiter beschleunigender Abwärtstrend. Also das Unternehmen ist weiterhin nicht profitabel. Es ist sehr durchwachsen, was wir hier präsentiert bekommen. Offensichtlich auch im Hinblick auf die gelieferte Guidance ist auf jeden Fall ein Kandidat. Wird auch jetzt in der Vorbörse schon wieder massiv gehandelt. Sehen wir uns mal, jawohl, massiv ist jetzt übertrieben. Ganz kurz einen Moment, ich update mal eben. 32.000, 33.000 Stücke. Klicken wir auf Teladoc hier drauf, sehen wir durchschnittliches Volumen pro Tag. Liegt bei 8,3 Millionen. Relativ hohes Short Interest. Das ist natürlich nicht so optimal, weil wir in diesem Zusammenhang, also ein Short Float von über 20% der ausstehenden Aktien, die geschortet worden sind. Deswegen könnte es sein, dass wir auf Pops in irgendeiner Form kurzzeitig sogar eine Übertreibung auf der Oberseite sehen, weil diese Shorts dann anfangen, Gewinne mitzunehmen. Wobei sich eben im Hinblick hier, wenn wir auf Healthcare klicken, gucken wir mal ganz kurz auf den Artikel, dann haben wir noch mal ein bisschen konkreteren Ausblick. Also ihr seht hier, so falsch war der gar nicht.
Reported a second quarter loss of 3.1 billion. Die haben 3,1 Milliarden verloren jetzt im zweiten Quartal. Which included the charge that came to. Okay, also da gab es offensichtlich, ja, ein Impairment Charge, der schon eingepreist gewesen ist. Also da gab es, ich guck mal ganz kurz, ob ich das hier finde. Impairment Charge. Ja, ich erinnere mich dran. Jetzt, ich muss ganz kurz meine Gedanken so ein bisschen ordnen, aber es gab eine Meldung, dass Teladoc irgendein Unternehmen übernommen hat, in der Größenordnung von 3 Milliarden, muss das gewesen sein, und dass das sich als worthless, also als wertlos dann herauskristallisiert hat. Und infolgedessen ist das jetzt abgeschrieben worden, und dadurch kommt dieser massive Verlust hier zustande von 1922. Wenn man das aber rausrechnet, dann kann man hier sehen, dann haben wir eine Differenz von 44 Cent. Und so kommen dann hier diese 44 Cent kommen hier zustande. Also das heißt, das war schon korrekt. Der Tweet und die Daten, die waren schon korrekt. Ich habe jetzt aber nicht auf dem Schirm gehabt, dass es dieser Impairment Charge gewesen ist, der da drin gestanden hat. Okay, also unabhängig, das war größtenteils erwartet, denn sonst, wenn das jetzt überraschend gekommen wäre, dann glaube ich, hätten wir noch eine wesentlich dramatischere Entwicklung gesehen. Das war schon ein Thema mal vor einigen Monaten. Also ich verfolge die Aktie nicht so aktiv, oder beziehungsweise ich habe die mal eine Zeit lang ein bisschen aktiv auf dem Schirm gehabt, weil ich mir überlegt habe, das ist ein interessantes Geschäftsmodell, auch die Wachstumsaussichten waren ziemlich attraktiv, ausgehend von den einkommenden Earnings. Und ich hatte in diesem Zusammenhang mal überlegt, die Aktie ins Portfolio zu nehmen. Habe ich es mir überlegt, weil ich dann zwischenzeitlich halt gesehen habe, die haben es nicht gegen die 100 damals stabilisieren können und wieder aufgedreht, sondern sind weiter abverkauft worden. Hier die Earnings Guidance auf jeden Fall. 600 zu 620 Millionen werden erwartet. Ich gucke mal ganz kurz, steht man hier an der Stelle, sieht man, was erwartet. Nein, aber im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie, EBITDA 35 bis 45 Millionen, well below Wall Street Forecast, 64 Millionen, also deutlich schwächere Guidance. Und dann wird es rund, jetzt wird's rund an dieser Stelle. Also summa summarum, wie gesagt, bärische Reaktionen, eher short, ganz besonders short, ähnlich wie auch Meta, sollte sich das übergeordnete Marktumfeld hier irgendwie schwach präsentieren. DAX kann sich jetzt so ein bisschen halten gegen 13.1. Mal schauen. Wie gesagt, die 4.000 wird im S&P eine wesentliche Rolle spielen. Marketplace, Drop unter die 4.000, sich eintrübendes übergeordnetes Bild. Dann könnten ganz besonders solche Kandidaten wie Teladoc oder Meta eben heute attraktive Short-Kandidaten sein. Würde ich ungern von der Long-Seite spielen wollen. Ja, und lassen wir dabei erstmal auch im Hinblick auf die Einzeltitel, lassen wir es bewenden. Kommen wir zu den Devisen und kommen wir einmal natürlich zu den Reaktionen, die wir zu sehen bekommen haben hier im Euro-US-Dollar und einmal auf das erneute Austoppen gegen diese Region, sogar ein leicht tieferes Hoch, was gebildet wird. Jetzt haben wir eine Kommunikation zu sehen bekommen, die auch beginnt, eher einen geldpolitisch lockereren Kurs seitens der Fed zu thematisieren. Und es gelingt nicht an dieser Stelle, hier trotz dieser kurzzeitigen US-Dollar-Schwäche, man kann es ja sehen, die Reaktion hier, folgerichtig, dovischere Fed, an dieser Stelle gegen die 1,01 abgestoßen, aber nur kurz über die 1,02 gelaufen. Wir können uns in diesem Bereich zwar jetzt konsolidieren zeigen, aber es gibt keinen Bruch höher, den wir hier zu sehen bekommen. Wir werden auch gleich sehen, in Gold beispielsweise, ist das eigentlich eine US-Dollar-Schwäche, die sich darin widerspiegelt, dass wir trotz dieser erkennbaren US-Dollar-Schwäche nicht in der Lage sind, diese Region hier oben auf der Oberseite rauszunehmen, ist kein besonders positives Signal. Also ganz im Gegenteil, ist ein sehr, sehr schwaches Signal. Wäre wenig überraschend, wenn über kurz oder lang wieder eine Attacke auf die 1,01 folgte und dann ein weiterer Abverkauf im Euro-US-Dollar in Richtung Parität. Jetzt haben wir auf der Oberseite, auf der Kehrseite allerdings einen Schlüsselbereich, der sich sehr deutlich erkennen lässt. Gegen dieses Level positionierst du dich short. Du kannst also davon ausgehen, wenn wir es brechen sollten, was unwahrscheinlich ist, besonders durch einen entsprechend bullischen Euro-Katalysator, dann wäre das ein potenzieller Bereich, bei dem du eine Squeeze erwarten würdest, der uns dann zügig vielleicht sogar Richtung 1,04, also obere Abwärtstrendkanalbegrenzung führen könnte. 1,0350 vielleicht erstmal, so als erstes Ziel.
Aber solange wir unterhalb uns eben hier konsolidieren zeigen, ist der Euro zum US-Dollar ein weiterer Short-Kandidat. Ziel 1,01 auf der Unterseite und weiteres Abschlagspotenzial dann in Richtung Parität und tiefer. Dollar, japanischer Yen, auch wie erwartet. Das gestern skizzierte Szenario mit dieser Trendlinie. Wir haben uns zwar kurz vorher, haben wir uns hier nochmal abgestoßen. Ich glaube, ich gucke mal kurz, 27. Ja, gestern, ne? Das war ungefähr so dieser Bereich hier. Diese Region, glaube ich, hatten wir als möglichen Short, hatten wir es zum Thema gemacht. Konnten den zunächst halten, sahen nochmal einen schärferen Push über die 137, sind dann allerdings auf die Fed rasant abverkauft worden. Stichwort, das kann man auch hier sehen, das war der Impulsgeber. Wenn du Dollar japanischen Yen als Währungspaar zu der Fed auf dem Schirm hattest, dann hast du eigentlich diesen initialen Impuls hier auf der Ober- oder erstmal auf der Unterseite in Richtung der 137, aber dann halten. Das war diese choppy Action bis zur Pressekonferenz. Und als Powell die Kommentare liefert und als es dann zu diesem scharfen Rücksetzer im 10-jährigen Zins kam, hattest du den Impulsgeber hier, der dann den Bruch dieser Trendlinie auf sich auf den Weg gebracht hat und der jetzt genau hier diese übergeordnete Trendlinie, die blaufarbene, unten im Daily Chart eben offensichtlich testet. Also das heißt, trading-technisch, wenn auch nicht ganz sauber, aber ziemlich genau so, wie wir es eigentlich skizziert hatten hier. Auch sehr interessant jetzt natürlich, dass wir ein starkes Abstoßen gegen diese Region um 135 nicht in der Lage sind, auf den Weg zu bringen. Sollte die jetzt übergeordnete Trendlinie brechen, dann wäre mit Drop der 135 sogar eine tiefe Korrektur denkbar, die uns bis in gefilde um 130 führt. Also Dollar-japanischer Yen durch die jüngste Price-Action und jetzt auch den fundamentalen Treiber auf jeden Fall eher von der Short-Seite tatsächlich zu betrachten. Ja, das wär's für den Dollar-japanischen Yen gewesen. Ich schaue mal jetzt noch ganz kurz Hongkong-Dollar, ob wir den überhaupt hier haben, ehrlich gesagt. HKD? Nee, ich bin nicht überrascht, ehrlich gesagt. Lass uns vielleicht mal an der Stelle an den Thomas bezüglich Dollar, Hongkong-Dollar. Lass uns mal die Diskussion rund um das Währungspaar aus dem Morning-Meeting in Richtung schriftlich in der Discord-Community beziehungsweise vielleicht im Forum weiterführen lassen. Ich würde gerne hier nur Assets zum Thema machen, die auch in dem Fall von Markets angeboten werden. Also ein bisschen suboptimal, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Hongkong-Dollar zum Thema machen. Wir könnten es machen, ja, sofern ich überhaupt in der Lage wäre, da eine entsprechende Einschätzung zu geben. Einer der Gründe, das vielleicht ganz kurz zur Erklärung, warum solche Exoten nicht angeboten werden oder nicht mehr, möchte man sagen, angeboten werden, hat sicherlich damit zu tun, dass es hier massive Interventionen seitens der Notenbanken gibt und nachvollziehbarerweise die Liquiditätsanbieter, die Brokern wie Markets zur Verfügung stehen, sehr, sehr viel vorsichtiger geworden sind nach dem, was mit der SMB passiert ist und dem damaligen Aufheben der PAC, der 1,20er Marke. Und das hat dann dazu geführt, dass man solche Exoten begonnen hat rauszunehmen, auch infolge der massiven Volatilität. Teilweise sieht man das in türkisch Lira Crosses zum Beispiel oder auch im russischen Rubel beispielsweise. Ich denke nachvollziehbar. Also zwecks Risikomanagement stellst du da halt die Frage, willst du solch einen Exoten zum Trading zur Verfügung stellen oder willst du nicht eher an dieser Stelle sagen, wir fokussieren uns auf liquide und saubere Titel beziehungsweise wo keine solchen Disruptionen zu erwarten sind, wie in solchen stark manipulierten Währungen, wo zum Beispiel Packs oder dergleichen eben ausgegeben werden. Das vielleicht ganz kurz zur Erklärung in dem Zusammenhang. Also ja, lass uns gerne die Diskussion diesbezüglich vielleicht dann schriftlich im Forum oder in der Discord-Community einfach weiterführen. Wir blicken auf die Rohstoffe und hier ganz besonders natürlich auf die Entwicklungen in Gold, die wir derzeit zu sehen bekommen, wo wir auch erkennen können, dass die Reaktion wie erwartet ist. Und was ich damit meine, wenn ich von US-Dollar Schwäche rede, aber zeitgleich eben von auch ganz deutlich ausmachbarer Euro-Schwäche, dass die vom US-Dollar nicht in der Lage sind zu profitieren. Gestern hier auch eine verhältnismäßig unspektakuläre Reaktion gesehen, ein bisschen ausgeprägter eventuell, kurzer bullischer Drive. Auch hier, ich hatte gestern eigentlich einen Gameplan auf dem Schirm und hatte gesagt, auch im Hinblick auf den Nasdaq, ich wäre schon willens, die zu traden, aber ich möchte gerne klarere
die höhere Dynamik zu sehen bekommen. Und habe dann festgestellt, dass sich diese nicht ergibt auf die Zinsentscheidung selbst, also schon bereits vor der Pressekonferenz mit Jay Powell, und habe es dann gut sein lassen. Im Falle von Gold wäre es zum Beispiel so gewesen, dass ich gerne hier so einen kurzen Flushout auf der Unterseite gesehen hätte in Richtung 7,10. Den hätte ich long gehandelt, sobald wir dieses Level in der Lage sind, zurückzuerobern. Im Falle des Nasdaqs wäre es so gewesen, Flush in Richtung, ich glaube, 12,3 roundabout, aber halten dann und entsprechend eben doppische Kommentare von Jay Paul, dadurch, dass das nicht stattgefunden hat, sondern dass das sehr, sehr verhalten alles gelaufen ist, habe ich mich noch maximal dabei ertappt im Hinblick auf den Nasdaq, das war weniger in Bezug auf Gold, dass ich gesagt habe, ich würde irgendwie gefühlt gerne einen Versuch starten, habe dann allerdings gesagt, nee, Kat, das ist Blödsinn, also weil das ist nicht duplizierbar, das ist einfach nur eine Zockerei. Ja, kann man mal machen mit einer kleinen Position, verstehe ich auch, und wie sagt man so schön, Boys will be Boys, ja, und ich bin da nicht gefeit vor, an dieser Stelle dann auch einfach mal zu sagen, spielen wir ein bisschen oder zocken wir an der Stelle, wenn auch eine kleine Position, aber nichtsdestotrotz. Und deswegen habe ich es mir dann einfach gespart. Deswegen habe ich es einfach dann an der Stelle eben gelassen. Aber rein researchtechnisch scheint sich dieser Gedanke jetzt wirklich auszugehen. Ich hatte nämlich einen leicht bullischen Bias, hatte ich schon. Auch wenn im ersten Moment Skepsis da war, weil die Reaktion nicht so ausgefallen ist, wie ich sie eigentlich erwartet hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich eben auch gesehen, es kommt keine richtige Bearishness auf. Also eigentlich gab es dann wiederum einen Grund davon auszugehen, dass man hier einen Flush auf der Unterseite erwartet. Und wenn man wiederum, ich zeige das mal ganz kurz hier bei uns in der Discord-Community, das hat der Andreas eingestellt gehabt, hier. Gestern eine schöne Grafik gewesen, und zwar, wie ist in den letzten Zinsentscheidungen gelaufen? Wir hatten eigentlich auf die Zinsentscheidungen, das heißt also einmal im Mai, dann auch davor im März und im Juni, hatten wir initial einen bärischen Push auf der Unterseite und dann durch die Kommentare ab 14.30 Uhr, und das ist immer dann, wenn die Pressekonferenz einsetzt, eine entsprechende Bullishness. Und das war ein Muster, das konnte man einfach beobachten. Und genau deswegen war es dann wiederum so, das hat so ein bisschen das konterkariert, dass man sagt, ja, eigentlich keine bullische Reaktion, ist das wirklich so bullisch? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also es ist jetzt rein hypothetisch, aber summa summarum habe ich es mir einfach gespart und will einfach heute dann, ausgehend von dem sich verzogenen Staub, entsprechend aktiv werden. Im Falle von Gold ist es nun mal so, wir sind jetzt hier in die Schlüsselregion vorgestoßen, 1750 ungefähr auf der Oberseite. Und was wir jetzt sehen wollen, ist, dass wir diesen Bereich in der Lage sind zu halten. Eventuell gibt es nochmal einen kurzen Flush nach unten Richtung der ungefähr 47er Region, die allerdings gehalten werden kann. Sofern die gehalten werden kann, wäre das interessant für Long mit Zielbruch der 7,50 und dann weitere Aufschläge, die uns bis in Gefilde auf der Oberseite zunächst 7,70, 7,80, eventuell 1800 führen und somit diese übergeordnete Abwärtstrendlinie in den Mittelpunkt des Geschehens einfach rücken würden. Hält das Bild leicht auf für Gold. Wir sind weiterhin erstaunlich underperformed unterwegs. Das Umfeld beginnt sich aber zunehmend aufzuhellen, dahingehend, dass eben man jetzt auch seitens der Fed ganz klar kommuniziert, man geht von einem stagflationären Umfeld aus. Also abkühlendes Wirtschaftswachstum, sofern überhaupt noch Wirtschaftswachstum vorhanden ist, eher sogar ein Schrumpfen der Wirtschaft und zeitgleich weiter hochbleibende Inflation, der man seitens der Fed begegnen muss, sollte, mit weiter anziehenden Zinsen, die natürlich in ein stagnierendes konjunkturelles Umfeld alles andere als optimal sind. Und das sind Umfelde, in denen antizyklische Aktien, aber ganz besonders in dem Fall eben auch Assets wie Gold und auch vielleicht Silber in gewisser Form, aber hauptsächlich Gold, hier verhältnismäßig gut performen dürfen. Und deswegen könnte das auch hier potenzieller Boden sein, den wir gefunden haben, jüngst mit dem kurzen Flush unter die 1700. Nichtsdestotrotz willst du eigentlich eher long sein, sobald die, oder beziehungsweise frühestens mit Bruch dieser Trendlinie, längerfristig sogar eigentlich oberhalb der 200-Tage-Linie an dieser Stelle. Und deswegen gilt es hier noch so ein bisschen geduldig zu sein, auch wenn kurzfristig, wie gesagt, sicherlich die 1750er-Region sehr, sehr interessant eben tatsächlich sein dürfte. Okay, so, dann schaue ich nochmal ganz kurz in die Chatbox. Außer Frage, auch an Martin an der Stelle, Zinsen im Hinblick auf die Inflationserwartungen beziehungsweise Zinsanhebungen zwecks irgendwie dem Versuch, die Inflation in den Griff zu bekommen, denke ich, ist ein
Ja, es ist eine Sackgasse, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen, weil es handelt sich hier nicht um eine nachfragegetriebene Inflation, sondern eine angebotsseitige Inflation. Das muss man ganz wichtig differenzieren, das ist elementar. Und das unterschlagen viele an dieser Stelle. Deswegen wirst du der Inflation nur teilweise, wenn überhaupt, also teilweise dahingehend, dass du zu einem starken sogenannten Deleveraging ansetzt, also den Markt enthebelst und eben dafür Sorge trägst, dass das Geld dahingehend als knappes Gut erachtet wird, durch den Umstand, dass einfach, ja, durch die Preissteigerungen einfach du es dir zweimal überlegst, ob du jetzt irgendwie ein Pixel mit Ethereum für mehrere tausende Dollar kaufst und nicht eventuell sagst, ich halte das Geld lieber zurück, um Güter des täglichen Lebens, essentielle Güter eben entsprechend zu kaufen. Und dass dieser Exzess, der dort an Liquidität post-Covid stattgefunden hat, um den wieder einzufangen, dass man eben durch diese jetzt sehr schmerzhaft für uns alle zu erfahrende Deleveraging-Politik eben agiert, um der Inflation Herr zu werden, was man allerdings dann auch allerdings durch einen entsprechend restriktiven geldpolitischen Kurs auf den Weg bringt. Aber so wie Martin schreibt, bin ich hundertprozentig auf seiner Seite oder beziehungsweise seiner Einschätzung hier. Es ist ein Mangel an Konsumgütern und Rohstoffen. Einfach Unterbrechung der Lieferketten, wenige Güter, die auf viel Liquidität treffen und folglich preissteigernd wirken. Und nicht nachfrageseitig, dass die Leute sagen, ich will, ich will, ich will, ich will. Eher ganz im Gegenteil. Die Leute, die Gesellschaft nimmt sich eher zurück und hält zusammen, was sie beisammen hat, konzentriert sich bei ihrem Konsum auf essentielle Güter, um für Phasen des wirtschaftlichen Niedergangs, vielleicht jetzt in Deutschland im Falle eines Blackouts, wobei ich spätestens nach 3 Tagen wahrscheinlich sagen würde, ich glaube, wenn 3 Tage das Licht nicht angeht, oder ich hier meine Ravioli, die ich mir vielleicht vorher gebunkert habe, nicht warm, ich glaube, dann wird es auch noch an anderen Stellen ein bisschen, die Spannungen werden sich dann noch zeigen. Aber wie gesagt, also insofern werden die Zinsanhebungen und Inflation nicht reduzieren, wie Martin schon sagt. Aber was es eben dafür sorgen kann, ist, dass der sich eintrübende konjunkturelle Ausblick zu einem ganz normalen, zu einem ganz natürlichen Rückgang in den Rohstoffpreisen eben führt. Also wenn wir jetzt beispielsweise bei Rohstoff nochmal einen Blick auf WTI werfen, dann erkennt man das ja schon. Warum sollen es? Moment, Crude, hier haben wir Crude Oil. Konsolidiert im Bereich im Rahmen dieser Range, hat sich aber schon deutlich von seinen Jahreshöchstständen reduziert und handelt wieder im Bereich ich nenne sie jetzt mal Invasionsniveaus, um es mal so zu nennen. Leicht oberhalb, aber nichtsdestotrotz hat sich dieser eintrübende konjunkturelle Ausblick schon widergespiegelt in Rücksetzern hier in Commodities, also in dem Fall in Öl, in WTI und an dieser Stelle. So, jetzt gucke ich mal ganz schön. Finde ich großartig übrigens, dass ihr jetzt nicht hier gewartet habt, bis ich meine Einschätzung gegeben habe oder die Antwort zu dem, was Martin, sondern dass ihr das hier untereinander diskutiert. Ich brauche gar nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. Könnte ich mir als eine tolle Diskussionsrunde vorstellen, sei es bei Discord oder auch im Forum übrigens. Also wenn ihr euch da weiter austauschen wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Ich werde mit Freude mitlesen. Ich werde natürlich auch was dazu schreiben, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber ich würde es mit Freude mitlesen. Okay, ich brauche nichts weiter sagen. Also Tom und Martin halten den Chat hier am Laufen. Vielen Dank. Ich hab dem nicht viel hinzuzufügen an dieser Stelle aktuell. Der andere Chat. Ach so, du meinst das Forum einerseits? Also das ist einmal hier die Chatbox für heute. Du könntest auch den Teil abschneiden da oben und nach JK. Minustrading.com/Forum, dann entsprechend hast du sofort ein Forum. Alternativ dafür einmal von oben, ja, die Discord-Community. Hier, da findest du dich schon bereits. Das ist der Bereich Trading, wo ich gerade auch die Grafik gezeigt habe. Hier. So. Das ist dieser Bereich, wo ihr euch offensichtlich, also Andreas macht es hier perfekt vor eigentlich. Es geht nicht nur um meine US-Equities, sondern auch im Austausch miteinander eben an der Stelle. Also wenn ihr spaßlos Laune habt, schaut gerne auch hier in der Discord-Community auf jeden Fall vorbei. Und ja, so, soweit war es das jetzt meinerseits. Ich wünsche euch
einen erfolgreichen Handelstag. Wie gesagt, schauen wir mal, ob es den Knacks gibt, psychologisch, oder ob wir uns fangen können. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also wenn man sich das langfristige Portfolio anschaut, ich wäre schon froh, wenn der Knacks der Psychologie jetzt ausbleiben würde. Ich würde schon mal wieder gerne sehen, dass das so ein leichter, stärkerer Aufwärtstrend sich in einigen längerfristigen Positionen herauskristallisiert. Nicht, dass wir hier bei Wünsch dir was sind, sondern wir sind bei So ist es, und deswegen werden wir natürlich auch mit diesem Knacks in der Psychologie, aber nochmal schauen wir einfach mal. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal, und morgen am Freitag dann zum Morning Meeting hören wir uns wieder. Auch da wird die Agenda packed sein. Amazon, Apple, Microsoft warten wir schon mit Earnings. Wird auf jeden Fall morgen super interessant sein. Ich glaube ganz besonders Amazon, ehrlich gesagt, da freue ich mich so ein bisschen drauf, weil eben ähnlich wie bei Netflix doch die Barriere, die zu überspringen ist, relativ niedrig ist, und das könnte doch einen bullischen Drive nach sich ziehen. Also man sieht an der Stelle, ich bin auch so ein bisschen dann beeinflusst an der Stelle und hoffe auch, dass da der bullische Impuls kommt, der dann die gestrigen guten Vorgaben oder soliden besten Vorgaben eigentlich für die Bullen, die man sich hat wünschen können, seitens der Fed dann auch weiter umgesetzt werden. Schauen wir einfach mal. Also, ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.